Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderil. Ich war gerade ein bisschen erschrocken von einem Schatten, aber das ist ja auch jetzt egal. Wir schnappen uns einmal kurz dieses Glühwürmchen. Komm her, du nervst mich. So, ich mag keine leuchtenden Dinge. Ich mag sie schon, aber ich werde von den Dingern angezogen. Ich glaube, wir schleichen gerade durch die Gegend, oder? Kann das sein? So, wir waren ja derzeit auf dem Weg zu unserem Auftrag da hinten, um unseren Kollegen zu finden. Wir machen mal die Tür auf, damit der Hirsch entweichen kann. Der wollte ja hier unbedingt raus. Jetzt haben wir ihn rausgelassen, weil wir so nett sind. Und, kann ich sie rausgehauen? Verdächtiger Erdhaufen. Ja, schön. Leichenschändung. Nur in Skyrim möglich. Und in weiteren Spielen. Hallo? Ah. Naja, immerhin. Da gab es doch noch mehr, kannst du mal wieder zurück, danke. Noch mehr Grabsteine, ne? Können wir die alle plündern, sag mal? Nö. Ach, das war nur der eine, den wir konnten. Naja, gut. Dann hauen wir doch glatt mal hier wieder ab. Und hoffen mal, dass wir noch irgendwas richtig Geiles zwischendurch finden, so wie das vorhin. Also gestern in der Folge habe ich riesig gefreut, dass wir einen Friedhof gefunden haben, wo wir richtig geile Sachen gefunden haben. Und gucken, ob die erstmal freundlich sind. Offensichtlich nicht. So. Bleiben mal hier hinten. Boom. Ach ja, der Bogen ist einfach zu geil, Freunde. Guckt's euch an. Es gibt eigentlich nichts, was mich aufhalten kann, es sei denn, es ist ganz nah an mir dran. Das reimt sich sogar. Den Rest kannst du behalten. Nur das Geld. Dietrich. Ich finde das schon ein bisschen ironisch, dass ich gerade die Straßen, die wir beklaue. Die haben eine Kuh umgebracht. Und ein Schwein. Die Dinge, die ich eigentlich tun wollte. Ein Schwein. Das Fleisch gehört schon mal wieder. Natürlich ist sie leer. Lass mir bloß kein Fleisch übrig. Ist ja nicht so, als würde ich das brauchen. Oh, Ziege. Das ist sogar ein Pfeil für uns. Cool. Das war also doch kein Schwein, das war eine Ziege. Natürlich ist die leer. Ziegen, die ich jage, sind immer leer. Bist du tot oder lebst du? Du lebst. Und du bist? Ich weiß es noch nicht. Wird auf jeden Fall gesehen, das heißt, so böse kannst du gar nicht sein. Eine Stadtwache. Ja, klar. Du läufst hier durch die Gegend und die Diebe, die hausen da hinten, ne? Ist klar. Also, wenn du dir da jetzt ankommst und tote Tiere siehst, ich weiß nicht. Ach so. Ja, dann ist ja kein Wunder. Dann ist kein Wunder, dass die noch leben. Wenn du einfach rumdrehst. Ja, schauen wir uns hier in dem kleinen Dörfchen mal um. Ja, gut, sehr viel zu sehen gibt's hier nicht. Vielleicht irgendwas Verstecktes hier in der Ecke? Das Lager scheint ehrlich verlassen worden zu sein. Was du nicht sagst. Oh, bin überladen. Kettenblitz, Geldbeutel. Yay! Yeah. So. Panik haben wir, Kettenblitz haben wir nicht. Das ist gut. Wir sollen was Schweres loswerden. Gewicht 1 ist nicht wirklich schwer. Rüstung, Gewicht 6. Tragen wir aber. Diese möchte ich auch gerne behalten. Ja, ich habe doch bestimmt einen Scheiß dabei, oder? Ja, hier, komm. Und schon kann ich wieder was tragen. Perfekt. So wird das ganze Let's Play übrigens laufen. Wir werden immer etwas wegwerfen, was wir nicht brauchen. War schon bei Skyrim damals so. Erstmal gucken, ob er freundlich oder feindlich ist, indem wir ihn abschießen. Scheint freundlich zu sein. Hallo, gesichtslose Person. Na sowas, noch ein Reisender. Ja. Und ich dachte, niemand würde sich bei all dem Mist, der hier in letzter Zeit passiert ist, noch auf die Straßen trauen. Also wenn ich hier durch die Gegend laufe und wahllos Leute töte, mögst du vielleicht recht haben. Puh, gute Frage. Lass mich mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob euch das groß hilft, aber mir hat kürzlich mal ein Wirt erzählt, dass sich seit diesem roten Wahnsinn kaum noch Schattenstahlschürfer in die Pulverwüste trauen.
Wenn ihr also gern selbst eure Ausrüstung schmiedet und solches Metall verarbeitet... Das ist nichts Neues für mich, Madame. ...solltet ihr mal dort schauen. Aber... Schreitet... Ich habe Sachen zum Tauschen. Vielleicht. Was braucht ihr denn? Wie wir es loswerden. So. Wie viel Geld hast du? 75! Das ist ja wirklich viel. Joa. Die Kutte kannst du haben. Kannst du theoretisch auch haben. Kannst du auch haben. Kannst du auch haben. Ja, und schon ist ihr pleite. Cool. Einfach cool. Ambrosia. 197. Lehrlingsbuch. Einhand. Parieren. Hast du auch hier irgendwo Fernkampf? Wieso hast du nur Einhand? Na gut, brauche ich eigentlich auch, aber ich will zuerst auf Pfeil und Bogen gehen. Passt auf euch auf. Nö. So. Schauen wir mal, dass wir irgendwie jemand anderen finden, dem wir irgendwie sein Geld abzocken können. Wenn wir ein bisschen mehr tragen. Wir müssen das Zeug loswerden. Es gibt ja diese sichere Truhe und es gibt diese Zeck-Gegenstände, die ich gerne behalten möchte aus, ich weiß nicht welchen Gründen, aber ich sammle die gerne. Es sind immer so Sachen, die ich eigentlich nicht benutzen möchte, die, aber die eigentlich recht cool sind, die behalte ich gerne mal. Ende der Fährte. Ich sag Ende der Fährte. Es gibt kein Entkommen, mein Freund. Zack. Okay, das war ein bisschen armselig. Lassen wir so stehen. Wir könnten theoretisch darunter. Das sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Was? Ihr wollt dich wirklich mit mir anlegen da unten? Hallo? Ich sehe euch nicht. Du solltest dahin gehen, wo der Pfeil runtergeflogen ist. Ganz genau. Bleibt einfach stehen. Es ist offensichtlich, dass die Pfeile von oben kommen, Idioten. Oh Gott. Ich rutsch runter. Ah, Headshot. Ich hab's aber noch nicht gecheckt. Ja, jetzt bin ich ganz unten. Das muss die Krabbe gewesen sein, die euch mit Pfeilen bombardiert hat. Ganz genau. So, Mr. Straßendieb, immerhin hast du einen Dietrich für mich. Das ist nett. Und die Weile kann ich immer noch verkaufen. Wir haben ja sowieso unendlich. Du hast ernsthaft die Möwe getötet? Ich glaube nicht, dass eine Möwe im Fall einen Bogen bedienen kann, aber hey. Du hast dein Bestes gegeben, den Übeltäter aufzuspüren, der deinen Kollegen umgebracht hat. Mit einem Pfeil. Einem magischen. Und du hast eine Taube getötet. Ne, eine Möwe, sorry. Ah. Tränke. Feldharnisch kannst du behalten. Hat zwar einen Wert von 36, aber die meisten Leute haben sowieso kein Geld. Pfeile für mich und ein Sack, in dem Geld ist. Hestlederhelm. Und Stahlharnisch. Ich möchte mir unbedingt so eine Tasche basteln. Nächstes Mal, wenn wir in der Stadt sind, suchen wir uns irgendwie so eine Bastelstation. Und dann basteln wir. Eine Tasche. Das ist der Plan. Oh, guck mal, wie er hängen geblieben ist. Ach, du bist nur ein Höhlentroll. Wie zum Teufel hast du neben den Straßendieben überlebt? Oder wie konnten die Straßendieben überleben? Wisst ihr noch damals, wo er richtig stark war? Das war einmal. Mittlerweile bin ich stark. Toll. Gut, hoch kommen wir nicht. Haben uns kurz geheilt. Für was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich Leben verloren habe. Aber das hier ist der Ort, den wir auf ihrem Notenblatt gesehen haben. Und was ist das? Ach, ein Pilz. Ruine von Seeheim entdeckt.
Das Blut oder Asche? Ich will es nicht hören. Verdammt, ich habe genug von deinen Lügen. Aber bei Malphas, ihr, bitte, ihr müsst mir helfen. Sie hat vollkommen den Verstand verloren. Es ist der Staub. Sie ist nicht sie selbst. Na sowas, die Schoßhündin kehrt zurück. Ich hätte mir denken können, dass ihr nicht ablasst. Aber wisst ihr was? Diesmal nicht. Ich werde mich nie mehr von diesem Miststück eines Bruders herumschubsen lassen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Okay. Rhetorik, indem ihr ihn umbringt, macht ihr auch nichts besser, teilt das Geld doch einfach auf und fertig. Naja, das klingt gut. Nein. Nein, das könnt ihr vergessen. Er würde niemals loslassen, bis er hat, was er will. Es endet hier. Dafür werde ich sorgen. Okay. Mhm. Ihr wollt euren Bruder töten? Nur wegen eines verdammten Erbes? Ich scheiße auf das Geld. Ich habe euch erzählt, wie mich dieser Mistkerl behandelt hat, seit die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben. Ihm wäre es doch lieber gewesen, wenn ich gleich mit ihnen verreckt wäre. Scheiße, verdammte. Ich bin am Ende, das weiß ich doch auch. Aber es ist seine Schuld, verflucht nochmal. Seine, weil er nie für mich da war. Nicht, als wir unsere Eltern verloren haben. Nicht, als ich diesem beschissenen Staub verfallen bin. Nie! Wisst ihr, bevor er euch nach mir geschickt hat, hat er es selbst versucht. Das war das erste Mal, dass ich ihn seit Jahren gesehen habe. Aber nein, natürlich ging es nicht um mich. Es ging um sein verdammtes Geschäft und das Geld, das uns beiden gehört. Versteht ihr? Uns beiden! Und ich bin es leid. Ich kann einfach nicht mehr. Okay. Ihr steht unter Drogen, Sila. Und ihr macht einen verdammt großen Fehler. Ah ja? So fühlt es sich aber nicht an. Okay. Legt die Waffen weg oder ich muss euch dazu zwingen. Spart euch den Atem, ich werde euch nicht aufhalten, aber ich will, dass es sich für mich rentiert. Ich will sie jetzt nicht töten. Eigentlich ist ihr Bruder das Arschloch. Ach, wirklich. Na schön. Wie ihr wollt. Siehst du, Milbert? Scheint, als bist du den Menschen genauso egal wie sie dir. Ich glaube, das nennt man ausgleichende Gerechtigkeit. Nein. Nein, Sila. Das kannst du nicht tun. Oh, doch. Ich... Gib mir Geld. Und es ist vorbei. Für immer. Was hat euch Milbert für eure Hilfe versprochen? Ich werde zu unserer Vereinbarung stehen. Groschen, was bietet ihr? Hier. Ich denke, das sollte euch für eure Mühen entschädigen. Jetzt geht. Ich brauche Zeit für mich. Oh yeah, 400 EP. Über Ausdauer. Es ist vorbei. Endlich. Ja. Cool. Jetzt kannst du weiter als Nutte. Arbeiten. Und weg war sie. Ja, hier ist also alles abgefackelt, ja? Rucksack. So einen Rucksack möchte ich gerne herstellen. Aber ich möchte ihn gerne auf den Rücken haben. Das ist mein Plan. Ja, gut. Was auch immer sie jetzt hier macht, sie ist mir völlig Schnuppe. Ich habe mein Geld bekommen. Es war zwar nicht wirklich viel, aber ist egal. Gesellenbuch Entropie kann ich verkaufen. Sollte ich auch dringend verkaufen, sowas. Ja, die Frage ist, Karte. Myradenturm, da werden wir hinreisen. Und dann direkt in die Stadt zurück. Gucken wir jetzt mal, was Madame hier macht. Ah, die setzt sich da einfach hin. Na, hast dich schon erholt? Es ist vorbei. Endlich. Gut. Ja, ich fänd's scheiße, wenn ich sie aufgehalten hätte. Ganz ehrlich. Der Typ hat's verdient. Wir gehen in die Höhle.
Lea. Naja. Meeresspalte entdeckt. Ich wollte schon Höhle sagen. Und dann gehen wir zum Mirageturm und freuen uns unseres Lebens. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin unsichtbar für deine Augen. Okay, offensichtlich nicht. Ja, das kommt davon, wenn man sich erstmal ärgern muss. Cool. Hättest du nicht auf mich zulaufen können und reintreten können. Ein Esel. Höre Skelette. Da hat er sich an einem Feuer gemütlich gemacht. Der gute alte Troll. Hat er mich voll getrollt, Alter. Gesellenbuch parieren. Brauchen wir auch nicht. Agiegefüllte Robe. Warum? Silberbarren, warum? Trollfett, warum? Toter Schürfer. Oh. Und Tomate. Kann ich nicht hier irgendwas kochen? Einfach. Ach, Dreck, ey. Also, wir rüsten einfach den hier mal aus. Ist das einhändig oder zweihändig? Einhändig, cool. Ja, dann brauchen wir erstmal, würde ich sagen, unsere Stäbe auf. Weil das können wir. Wieso auch nicht? Und, ja. Oh, ich glaube, die sind mehr wert, wenn sie voll sind. 131 ist schon krass. Verkaufen wir. Das ist das Geld, Freund. Das Geld. Und den Bogen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Rein theoretisch mit Gewicht von 8. Hau rein. Magischer Bogen. Zur Not machen wir hier halt nochmal unser Schwert. Groschen sind immer gut. Oh, riesige Krabben. Hallöchen. Was war das jetzt? Nummer 4? Oh. Nummer 5, Alter, bin ich gut. Wir haben schon 5 gesammelt. Trankmischer-Rucksack. Ach man, ich will den anziehen. Ich will ihn nicht plündern. Ich freue mich, wenn wir uns so einen Rucksack gebaut haben, ey. Komische Soundstörung, okay. Hier kommen wir nicht raus. Gut, Zeit zurückzugehen. Und zum Mirageturm. Ich möchte unbedingt diesen Rucksack bauen. Da muss es irgendwo eine Handwerksgilde oder irgendwas geben, wo ich bauen kann, oder? Ich glaube, ich kriege das Zeug zusammen, was ich brauche. Ich muss sagen, das Update, das hat's voll gebracht. Die Ladezeiten sind so gering geworden. Richtig nice. Und ich habe immer noch keine Spitzhacke am Start. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Kann ich hier einen Fruchtbackmeister machen? Könnte funktionieren, falls es sich nicht sogar lohnen würde, einfach komplett außen rum zu laufen. Bei dem hohen Berg. Hat sich gelohnt. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Hier kann man sich nicht hochbacken. Ich könnte es zwar versuchen, aber ich glaube, rein theoretisch ist es auf jeden Fall sinnvoller, einmal rumzulaufen.
abgezogen. Nie mehr Fleisch für mich übrig gelassen. Nichts. Ich komme da, glaube ich, nicht hoch. Versuchen wir es hier. Hier sieht das ganz gut aus. Rennt mir hoch, aber es ist möglich. Möglich. Und zack. Okay, ich kann an dieser Stelle nicht springen. Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Ha, ich bin oben. Der Hochbackmeister, ja, zugeschlagen. Oder auch nicht. Das ist einfach nur ein regulärer Weg gewesen hier, oder? Hi. Ja, ja, lass die Zeit beim Aufstehen. Brot, danke. Brot für den Zero. Stab des Frostbisses. Oh, es ist so viel wert. Aber es wiegt zu viel. Zu viel. Zu viel. Halt. Ich habe Eispränken am Start. Wo waren die nochmal da? Na, immerhin ein bisschen was wettgemacht, ne? Gewicht. Die Tränke haben natürlich jede Menge Gewicht. Guckt euch den Wert dieser Amulette an, heilige Scheiße. Die muss ich unbedingt behalten. Gewicht 1, da kriege ich mir Geld raus. 250, ist alles so viel wert, außer der Flammenstab. Wirf mir den Flammenstab weg. Panik. Blick des Vielgereisten. Ich trage zu viel. Blick des Vielgereisten. Preise werden um 3% verbessert, Einhandangriffe um 4, erhöht Ausdauer um 7. Was habe ich derzeit an? Ja, definitiv besser. Ach, verdammt, ich wiege einfach 0,5 zu viel. Ich will doch nur da hoch. Enzokylippe, ach, weißt du was? Genau, ich kann es nicht aussprechen. So ist dein Auge drauf. Ich muss es mitnehmen. Okay, wir haben doch Zauberbücher. Heißt dieses Auge vielleicht, wir haben das schon gesehen? Das ist auf jeden Fall geklaut. Ich habe keine Ahnung, was das Auge bedeutet. Kann ich wieder laufen? Sehr schön. Wo müssen wir jetzt direkt hin, um... Das war nicht die Karte. Das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Nach links müssen wir. War da gerade was? Ja, ein Pilz. Ziehen wir uns die Eispranke gleich mal rein. Wölfe. Cool. Scheiße, ich bin so gut wie tot, ne? Nein, 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 nein. Okay. Ich habe nicht gespeichert. Kann ich von hier aus speichern? Natürlich nicht. Aber wir haben ja glücklicherweise Tränke ohne Ende. Lebenstrank. Lass mich! Lass mich! Ich will heilen. Ich will nur heilen. Ich heile mich kein Stück! Außerhalb der Kämpfe oder was?
Gebt mir euer Leben! Okay. Das soll schon gewesen sein. Die Lebensregeneration ist für den Arsch. Ich seh nicht mal, dass mein Balken sich bewegt. Ich sehe nur, dass da hinten ein Gegner ist, der mir auf den Sack geht. Und ich habe auch nicht genug Mana für irgendwas. Ich schleiche einfach in die Richtung. Hä? Da ganz links will ich hin, ich will nicht zur Burg. Ich weiß nicht mal, ob das eine friedliche Burg ist. Wir werden es herausfinden, Freunde. Fort, Wallstark. Seid ihr freundlich? Offensichtlich nicht. Okay, schleichen wir uns zum Turm. Schade. Mir geht's auch nicht wirklich gut. Soll ich mir mein Krustenbrot reinziehen? Wenn ich ein Bett finde oder so. Alter, ich bin der Hochbackmeister! Lass mich doch hoch! Geht doch. Natürlich habe ich meinen Bogen weggeworfen. Der Moment, wenn man realisiert, dass etwas scheiße war. Das bringt mir alles einen Scheiß, ne? Das könnte schon reichen. Huch! Ich habe nicht gedacht, ich verbrauche die Hälfte dadurch. Jupp. Wieso will ich leben? Wodurch habe ich Leben verloren? Ich habe nur gezaubert. Also meinen komischen. Ich fasse mir an den Kopfzauber. Wo ich stärker werde. Ist der jetzt so schädlich? Habe ich nie drauf geachtet. Das muss geprüft werden, Freunde. Hey, der Baum existiert. Ich habe damit gerechnet, dass er nicht existiert. Aber ich war mir plötzlich so sicher, als ich drauf laufen konnte. Gut, Freunde, ich würde sagen, mit diesem abgerundeten Ende sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.